Na, das sind wir ja schon zwei Hammer. So, weiter geht's. Aufeinandertreffen der Brüder, Sanji Windsmoke. Sanji trifft sich mit seiner entfremdeten Familie wieder. Die Begegnung verläuft jedoch nicht wie erwartet. Ciao, Mary. So, jetzt sind wir erstmal wohl nur auf Twitch. Ist das diese miese Mission, die du gestern gemeint hast? Kommt in drei Episoden. Oh Gott. Ich sehe mich schon kommen. Um 12 sitze ich immer noch da. Geil. Ganz ehrlich, Hamalala, solange ich nicht mehr Lösop spielen muss, alles easy. Nie wieder Lösop, ich sag's euch. Jeff! Wie ist denn der Name? Jeff. Ich heiße Jeff. So, Shuzui. Bla 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 bla. Hamalala, hast du eigentlich schon heute Morgen die neuen Spoiler gesehen? Eieieiei. Solltest du auf jeden Fall mal reinziehen. Also, Riai, ich weiß halt leider echt nicht, wie man den Namen ausspricht, Dude. Riaichu-kun. Das Spiel macht schon Spaß. Man darf halt nicht sehr viel erwarten. Also du hast wirklich nicht sehr viel Story. Das Gameplay ist jetzt auch nicht mega innovativ oder sowas. Es ist halt wirklich stupides Draufhauen. Mehr ist es einfach nicht. Aber so für ein bisschen zwischendurch ist es okay. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, mein Tipp, das wird auch in meinem Review dann kommen über das Spiel, gib keine 60 Euro für das Spiel aus, das rentiert sich nicht. Warte, bis es billiger ist oder in der Spielepyramide, dann zieh's dir rein. Oder mal in einem Sale oder so auf Steam. Ja, auf jeden Fall Hamalala. Und zwar in den Spoilern ist es so, Ruffy und Co., also die Strohhutbande, geht schon mal vor Richtung Onigashima und da ist wohl so ein riesiges Tor, durch das es halt schwierig ist durchzukommen, weil da halt irgendwelche Leute von Kaido stehen, die das bewachen. Als die Samurai dann auch ebenfalls auf Onigashima auftauchen, hat halt die Strohhutbande einfach mal die ganzen Wachen direkt platt gemacht. Und dann switcht die Szene einmal rüber zu Kaido. Und dann kommen halt die Flying Six, die werden wir aber wahrscheinlich in diesem Kapitel noch nicht zu sehen bekommen. Zumindest auf den Spoiler-Bildern haben wir nur ihre Beine zu Gesicht bekommen. Und dann erwähnt auf einmal Kaido und sagt, hey, holt mal meinen Sohn hierher, der soll auch an diesem Fest teilnehmen. So, what the fuck?
Okay, Banger, ich mach dann so, wenn die Spoiler vorbei sind. auf jeden Fall. What the fuck, Kaido hat halt einen Sohn. Und da sind wir halt echt gespannt. Also ich denke ja, dass der Sohn das Ass sein wird, weil das Ass fehlt halt noch in der Banne. Wir haben ja schon Königin, König, Bube und sowas. Und vielleicht macht Oda es sogar so hinter vor sich und sagt halt einfach, der heißt ebenfalls Ace. Das wäre halt echt, wenn dann Ruffy ankommt, ah, boah, das da ist mein Sohn, Ace. Was? Oh, das könnte böse enden. Also auf jeden Fall, Banger, Spoiler, warte mal. Warte mal. So. Banger, Spoiler sind vorbei. So. Und jetzt. Psst. So, mit wem spiele ich denn überhaupt? Achso, Sanji. Ja, Hamalala, kannst du auf jeden Fall morgen auch gerne vorbeigucken hier auf Twitch oder auf YouTube, je nachdem. Da ich morgen auch das Kapitel-Review livestreamen werde und da können wir uns dann einfach noch ein bisschen besser über das Kapitel unterhalten, wenn es dann halt tatsächlich draußen ist. Huch. Naja, es gab ja mal, Hamalala, diese Theorie, dass Chiruri Bonnie Ace Schwester sein soll, weil gerade wegen diesem Satz, wenn es ein Sohn ist, soll er Ace heißen, wenn es eine Tochter ist, soll sie Anne heißen. Und Chiruri Bonnie ist ja an den echten Piraten Anne Bonnie angelehnt. Was geht denn jetzt kaputt? Und deswegen hat man halt gedacht, so okay, vielleicht ist ja... Wow, cool. Moonwalk. Deswegen hat man halt gedacht, dass möglicherweise Chiruri Bonnie die Schwester ist, weil sie halt eben an den echten Charakter Anne Bonnie angelehnt ist. Wie dumm das ist. Ich glaube, ich sollte mich mal einen ganz kurzen Moment ein bisschen konzentrieren. Alle Charaktere freigespielt, Banger. Ich glaube, das werde ich nicht mehr machen. Ich werde den Story-Modus durchspielen und danach werde ich das Spiel wahrscheinlich nicht wieder anfassen, bin ich ganz ehrlich. So umhauen tut es mich jetzt nicht. Kriege ich auch irgendwo Leben? Autsch! Macht mir dieser scheiß Elektrozaun eigentlich Schaden? Oh, ich hasse es. Dieses Fliegen geht mir auf den Keks. Aua! Dann
Leben! Lasst mich zu den Leben. Bah. Oh, noch mehr Leben. Na, das hebe ich mir noch auf. Das ist eine volle Aufladung. So, Niji haben wir platt gemacht. Hey, Mary, bist du doch noch da? Ja, das war ja auch so eine Überlegung in vielen Foren und sowas, dass Sanji jetzt auf einmal Handschuhe anhat, weil Lysop und Franky schon den Raid-Suit verbessert haben, sodass er halt nicht mehr so auffällig ist. Und dass das halt sozusagen der Raid-Suit in den Handschuhen versteckt ist. Nein, ich habe ein großes Lebensding eingesammelt. Shit. Ja, jetzt kommen zwei von denen auf einmal. Ach nö, shit. Ah, ich vergesse immer, dass er fliegt damit. Boah, ich glaube, ich kämpfe ohne diesen blöden Moonwalk. Ja, ich glaub's auch nicht so ganz, Mary. Das ist... wäre schon lustig, aber... weil ich bin jetzt nicht so der Mega-Fan von dieser Power Ranger-Transformation. Das wäre auch ein bisschen lame. One Piece Pirate Warrior 3 habe ich auch noch auf Steam. Ich habe es mal gekauft und noch nie gespielt. Wie so viele andere Spiele auf Steam. Aber was? Spielen wir hier jetzt Ping-Pong oder was? Verpisst euch. Weg mit dir. So. Ja, wenn mal Zeit ist, spiele ich auch Pirate Warriors 3 durch. Aber ich habe so viele Let's Plays, die ich damals auf meinem Let's Play-Kanal angefangen habe und nie zu Ende gespielt habe, die ich vorher erstmal durchspielen muss. Ich muss immer noch Dark Souls 1 durchspielen. Das behindertste Spiel aller Zeiten, ich sag's euch, ich bin absolut kein Dark Souls-Fan. Bin so am Ausrasten. Also wenn ich Dark Souls spiele, das werde ich auf jeden Fall auf FSK 18 stellen müssen, weil ich da die ganze Zeit nur am Fluchen bin. Also das Einzige, was ich bei Dark Souls Hit and Run ist das Spiel selber, ey. So, mein allererstes Let's Play damals war. Alle meine Kumpels gesagt, oh, ist ein gutes Spiel, komm, spiel, so, so geil. Bah. Keine Ahnung, welche Leute das Spiel mögen. Also, wenn ihr das Spiel mögt, euer Ding. Ich hasse es abgrundtiefst. Aber ich hasse es noch mehr, Sachen anzufangen und nicht zu beenden. Deswegen werde ich mich irgendwann mal wieder ranwagen, wenn meine Nerven etwas geschont sind. Ich verstehe dieses Spielkonzept einfach nicht. Boah, es ist so geil, weil es so schwierig ist. Ja, ich kann auch Tetris auf die höchste Schwierigkeitsstufe stellen. Ja, es ist auch schwierig, sterbe ich auch die ganze Zeit. Aber was mir am meisten angekotzt hat, ist gar nicht der Schwierigkeitsgrad bei Dark Souls, sondern einfach nur, wenn du dann halt mal dummerweise bei einem Gegner stirbst, spawnst du halt nicht in der Nähe. Nein, du musst nochmal 5 Kilometer weit laufen. Und ich hasse es, in Spielen so ewig lang rumlaufen zu müssen. Ein unglückliches Duell. Ruffy vs. Sanji. Nach dem siegreichen Kampf gegen Brûlé laufen Ruffy und Nami durch den Wald der Versuchung, um endlich Sanji wiederzutreffen. Allerdings sind beide von Sanjis Reaktion überrascht. Ich weiß noch damals, da kommt relativ am Anfang von Dark Souls irgend so ein Stierdämon oder sowas. An dem bin ich
dauernd gestorben und da musste ich von dem scheiß Lagerfeuer ganz am Anfang der Karte immer wieder bis zu dem hin dackeln, durch weiß nicht wie viele Gegner durch, nur um dann 5 Sekunden zu kämpfen und wieder zu sterben. Ciao, Banger. Und das hat mich jedes Mal so angekotzt und ich habe sie damals als Let's Play gespielt. Das heißt, ich bin hingegangen, habe die ersten 5 Sekunden von der Folge gekämpft und dann bin ich die restliche Folge nur wieder, hat es gedauert, bis ich wieder bei dem war. Bah. Naja, auf jeden Fall neben Dark Souls habe ich auch noch angefangen. Jump Forces muss ich noch zu Ende spielen und Sword Art Online Fatal Bullet muss ich ja noch fertig spielen. Und ein Let's Play, das ich auch angefangen habe, noch zu Ende spielen muss, ist Hero of Might and Magic 2 und Blast Blue Calamity Trigger. Viel zu tun und viel zu wenig Zeit. Wie gesagt, ich bin einfach so ein Mensch, ich habe da irgendwie so eine Zwangsneurose oder sowas. Wenn ich ein Spiel anfange, egal wie beschissen es ist, ich muss es halt zu Ende spielen. Und es kann noch so beschissen sein. Interessante Fähigkeiten, Boni. Wusch, wusch, wusch und weg mit dir. Mary, ich bin vor 5 Tagen 30 geworden. Ja, ich gehöre jetzt langsam zum alten Eisen. Alles ging der Attacker noch daneben. Ich glaub's ja nicht. Danke, Hamalala. Ja, Geburtstag in der Corona-Zeit. Schreit nicht gerade nach Party. Autsch. Das hat bestimmt wehgetan. Und das auch. Und tschüss. やりが振っても、ここを動かず。
Das war auf jeden Fall eine richtig heftige Szene. Wobei, ich glaube, trauriger als Ace tot? Ich glaube, trauriger fand ich das jetzt nicht. So, die Gruppe... Danke, Mary. Was? Du fandest Ace tot nicht traurig? Bist du denn drauf? Ja, ich muss sagen, ich fand es schon, als Ace gestorben ist, schon, ja, hat mich schon mitgenommen. Wobei ich fast schon sagen muss, aber dass auch Ace tot nicht die traurigste Szene in One Piece war für mich. Ich glaube, viel trauriger in One Piece fand ich damals Namis Flashback und so mit Belmare und sowas. Das hat mich richtig mitgenommen. Vielleicht auch noch, weil ich damals einfach jünger war, aber so aus dem Kopf heraus, wenn ich mich recht erinnere, fand ich das deutlich trauriger. Als dann Arlong mit seiner Pistole da stand und dann einfach nur noch... Naja, das stimmt schon. Oda hat ja auch mal gesagt, er hat Ace im Grunde nur erschaffen, um zu sterben. Was auch schon echt eiskalt war. Aber ich glaube, die Todesszene von Belmare... Aber ich muss echt sagen, also die Todesszene von Belmare, die fand ich deutlich heftiger sogar. Das hat mir halt für Nami so extrem leid getan. Die macht alles gut, wird von allen gehasst. Dann tritt sie noch der blöden Bande bei, wo ihre Schwieger... hier ihre Ersatzmutter getötet hat. Ihre eigenen Eltern kennt sie gar nicht, sie war ein Findelkind. Das fand ich richtig heftig. Und wecken durch. Hä? Einfach weggebeamt. Ich glaube nicht, dass Zoro weinen wird. Also wenn Oda hätte Zoro weinen sehen wollen in Wano Kuni Arc, dann hätte er das gemacht, wo Yasui gestorben ist. Außer das Einzige, was Oda noch machen könnte, ist halt, dass Oda irgendwann doch revealed, sodass auch Zoro an Shimotsuki war, so wie es jetzt bei Kushiro rausgekommen ist. Und das dann sich halt so rausstellt, wie ich war in Shimotsuki, fuck, ich war mit Yasui verwandt. Was weiß ich, dass Yasui seinen
Onkel ist oder sowas. Und er dann wieder an die Todesszene zurückdenkt und dann anfängt zu heulen. Das könnte ich mir noch vorstellen, das könnte noch passieren. Sollte er sich rausstellen, dass Zoro wirklich ein Shimotsuki ist. Puh, was. Attacke! Wieso glaubst du, dass dadurch wahrscheinlicher ist, dass Marco kommt? Was soll denn Marco mit seinem Sohn zu tun haben? Oh, Perospero! Mag dich nicht. Ist halt die Frage, wer noch alles auftaucht, so wirklich. Ich meine, es können ja auch zum Beispiel, was ich ja immer noch sehr stark glaube, aua, dass hier die Strohhut-Großflotte noch kommen wird. Weil, wenn wir uns mal überlegen, die haben gesagt, sie kommen Ruffy zur Hilfe, wenn er mal Probleme hat. So, als, als Ruffy von Kaido geone-shottet wurde, da hat er sicherlich seine Weaver-Card angefangen zu brennen, weil er war halt hier halb erledigt, halb tot. Oder zumindest bewusstlos halt. Und jeder von der Großflotte hat ja eine Reveal Card bekommen von Ruffy. Das heißt, die haben gesehen, okay, Ruffy ist in Schwierigkeiten und haben sich wahrscheinlich alle in die Richtung aufgemacht. Alles andere würde keinen Sinn ergeben, weil wozu haben sie sonst die Karte, wenn sie ihm nicht zu Hilfe kommen? Und wenn die halt wirklich kommen, dann haben wir halt mehr als genug Leute, die gegen halt so Kaido und so antreten können. Einzige, was halt noch ist, was noch sein könnte, die Shichibuka werden ja aktuell alle gejagt. Die Shichibuka werden ja alle gejagt, so auch Edward Weevil, haben wir ja gesehen. Ich meine, das waren jetzt alles nur kleine Minisoldaten, mit denen wird der Lok ohne Probleme fertig. Aber sollte da auch mal irgendwie so ein Admiral oder so auftauchen, kann ich mir schon gut vorstellen, dass Edward Weevil halt gefangen genommen wird. Oder dass halt Miss Buckin sagt, okay, komm, wir verstecken uns jetzt erstmal so lange, bis das hier ein bisschen Gras drüber gewachsen ist. Und Marco erfährt das alles in irgendeiner Art und Weise, dass er entweder gefangen genommen wurde ist oder halt sich versteckt hat. Und sagt dann, okay, momentan besteht für die Insel keine Gefahr.